Hey Leute, willkommen zurück zu We Play Oldschool Dead Space 3, Folge 23. Und in der letzten Folge hatten wir ja gesehen, wie uns hier das Riesenvieh, was da schon zu sehen ist, angegriffen hat. Diese Riesennekromorph, einer von diesen Gestalten, die man schon vorher im Hintergrund gesehen hat. Ja, diese da irgendwie gefroren oder versteinert, gefroren wahrscheinlich waren. Und wir hatten noch rausgefunden, was davor passiert ist noch. Danics Männer hatten uns angegriffen und Norton ist der Verräter, Captain Norton. Der war der Maulwurf. Darum sind uns Danics Männer durch den Slipspace gefolgt, ja, durch den Shockspace. Ja, Captain Norton hatte irgendwie einen Deal, darum hat er sich auch so quergestellt. Hatte ich auch der Zeit vermutet, dass Norton der Verräter ist. Ja, und wie gesagt, dann kam halt das Vieh, hat die verschluckt. Danic, diesen Super-Anführer, diesen Unitologen, ja. Und jetzt müssen wir gegen das Vieh kämpfen und, nicht wundern, ich habe jetzt zwar kurz nochmal an der Werkbank vorher, habe die Spitze ausgetauscht und zwar gegen diese Präzisionsspitze, weil das andere Teil, dieses Elektroteil war, nee, nicht so praktisch, fand nicht so geil. Ja, ansonsten mal schauen, wie ich den jetzt hier packe und ich glaube, ich werde es mal mit der Sondenwaffe probieren. Die ist, glaube ich, ein bisschen besser. Okay, let's go. Okay. Wow. So, rotzt deine kleinen Viecher aus. Und jetzt fliegt dein. Genau, hier rein. Und weg. Okay. Eins ist schon mal weg. Ey, verpiss dich. Nein! Nicht nach hinten rollen, das ist kacke, ich verwechsel das immer. Ja, genau so. Ja, die kleinen Wichser hat ja gleich mitgeplättet, das ist das Praktische irgendwie. Ja, ja. Okay. Die nächsten Teile ab. So. Zwei so eine Klauen sind ab. Und weg. Nein. Hämme. Okay. Ja, der plättet seinen eigenen Kumpels hier. Wie scheiße ist das denn? Aber geil für mich. Okay. Letzte Runde. Nein. Oh oh. WTF? Bin ich jetzt drin oder was? Oder wie? Ekelhaft. Scheiße, ist das ein Darm oder sowas? Nee, das war die Speiseröhre. Noch. Kacke, Mann, wo ist meine... Hab ich noch? Gut. Was muss ich machen? Ja geil, hier kommt Munition, ist ja fett. Scheiße. Ey, ich schwimme hier direkt in der Magensäure rum, kann das sein? Fuck. Alter. Also alle Teile zu ballern hier, oder was? Ja, ist ja okay. Ist ja gar nicht so einfach. Schwimmt hier. Nein. Also die sind alle kaputt, hier ist nur noch das eine. Ja. Komm her hier.
Los. Nein. Komm, noch das eine Teil. Alter. Na endlich. So. Ausspucken bitte einmal. Glaube ich, oder? Fucking hell. Mann. Er ist, glaube ich, jetzt ein bisschen sauer. Ah, das war's, glaube ich, ja? Fuck you. Norton schon wieder? Ihretwegen sind wir hier. Sie haben sie ermutigt. Und was hat's gebracht? Wir stehen zwischen Dennick, der uns abknallen will, und was immer das sein mag. Sie haben uns verraten! Nein, ich wollte uns retten. Sie sind das eigentliche Problem hier, Clark. Aber nicht mehr lang. Captain! Zurück, Sergeant! Das ist alles deine Schuld! Sie liebt dich nicht! Na endlich. Mann, das habe ich mir schon vorhin gewünscht, ey. Scheiße, warum hat er den gerettet, Mann? Oh, scheiße. Oh, scheiße! Kommen Sie! Er wird nicht lange tot bleiben, nicht hier! Wie soll ich das Ellie erklären? Hey! Sagen Sie ihr die Wahrheit. Und jetzt weg hier. Norton, der Superzombie. Was denn zum Schluss? Als Riesen-Nekromorph? Okay. Gut. Bosskampf erledigt. Soweit. Das Vieh hat, glaube ich, ein bisschen Magenschmerzen. Das muss ich gerade erstmal erholen. Und Norton hat ein Loch im Kopf. So, Buddy. Kopf ab. Und runter. Bye, bye, Norton. So. Ah, das hat er verdient. Gut, Zielmarkierung ist wieder online. Nach dem Stress erstmal ein bisschen gechillt durchs Schneegestöber laufen. Sag mal hier, was? Survey Office SCF Operations. Okidoki. Und auf jeden Fall jetzt Ellie finden. Wieder mal. Ist wahrscheinlich schon auf dem Weg zum Inneren vom Planeten. Weil, wie gesagt, was? Hun E-Dax? E-1-Dax? Okay, für eine Waffe. Weil, wie gesagt, hier ganz oben auf dem Berg, auf Tau Volantis, soll ja dieser Eingang sein, wo es dann runtergeht in die Mitte vom Planeten, wo ja diese Maschine ist, ne? Die für die Necromorph-Seuche verantwortlich sein soll. Was ist denn das hier? Wie so eine Art Bergstation? Upgrade-Platine, was ist das? Zwei Schaden plus ein Nachladen. Das ist im Hammer geil. Nee. Ja, und an. Okay. Läuft die Kiste? Und ich werde mal die Platine einsetzen. Also, bei meiner anderen Waffe. Mhm. Und zwar... zweimal Schaden raus, dafür... zweimal Schaden plus... ein Nachladen rein. Dito. Und I'm done. Soweit. Und auf geht's. Ellie, ich komme. Wo bist du? Und ich werde mal meine Suchrobots wieder aussetzen. Was willst du? Da vorne bei Norton oder was? Nee, hier irgendwo. Ah. So, hier scheint ein Hotspot zu sein an Ressourcen. Mal gucken, was der andere sagt. Da weiter hinten. Okay.
Isaac. Echt frostig hier. Oh oh. Achso, das ist Carver, ne? So, okay, wie gesagt, nicht wundern. Ich habe hier wieder diese Präzisionsspitze drauf. Das Teil, ne? Macht sich besser, denke ich. Als diese komischen Elektrominen. Ellie! Komm mal her hier. Ja. Norton ist tot. Ich habe ihn erschossen, Ellie. Was? Tut mir leid. Aber ich hatte keine Wahl. Ja, nicht nur erschossen. Auch einfach mal. Norton hat uns verraten, Ellie. Er wollte uns töten. Isaac hat getan, was wir tun mussten, um die Mission zu retten. Ach, kommen Sie. Wir müssen weiter. Jetzt sind nur noch wir vier übrig. Ich kann das nicht. Fuck, was hat Ihnen für ein Problem? Dann lassen wir Sie zurück. Wenn Sie sich nicht zusammenreißen, sind Sie eine Gefahr für alle. Sie sind ein Monster. Niemand wird zurückgelassen. Hey, kommt. Gehen wir zur Spitze dieses Berges. Zusammen. 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 Jo. Wenn Ellie wüsste, was Isaac mit Nortons Kopf gemacht hat. Tja, aber egal. Was ist das denn? Aktivieren. Was soll das sein? Hä? Ach so. Alles klar. Jo, dann wollen wir mal ein bisschen bergsteigen. Wir lösen eine Lawine aus, wenn wir alle versuchen, hochzuklettern. Was machen wir jetzt? Was? Ich klettere zuerst hoch und sehe mich um. Vielleicht gibt es einen sichereren Weg. Okay, also mit WASD geht's ans Bergsteigen jetzt hier. Wow, Alter, was geht denn hier ab? Hier bricht ein Haufen Scheiße raus. Ah, ich bin ja gleich um. Easy going hier. So, Ellie? Und die anderen auch? Keine Ahnung, was denn? Wie, was, was? Und hier abseilen oder was? Oder wie? Ach so, nee, weiter hoch. Jo, macht Sinn. Haben die ja schon eine ziemlich geile Vorrichtung sich gebaut, ne? Das geht ja alles automatisch. Wow. Reinhold Isaac Clark fucking Messner sucht seinen erfrorenen Bruder. Oder was anderes. Alter, was sind das für krasse Eiszapfen hier. Nicht schlecht. Ja, hier wird's echt dunkel. Wow, ungemütlich. Ah, der nee, da ist er. Das ist schön. Ah, es gefällt mir. Oh. Ellie, komm schon. Norton hat mich mit einer Waffe bedroht. Es tut mir leid. Macht's das etwa besser? Du hast nie an mich geglaubt. Ja. Oder an diese Mission. Oder an uns. Ich musste mir jemand anderes suchen, der mir hilft. Und jetzt ist derjenige tot. Du hast es sabotiert. Genau wie alles andere auch. Was soll das denn heißen? So denkst du wirklich über mich? Ja. Sie haben dich mit vorgehaltener Waffe hergebracht. Ansonsten wärst du nicht hier. Ich bin nicht hier, weil mir jemand eine Knarre an die Schläfe gehalten hat. Norton ist tot, weil jemand es bei ihm genauso gemacht hat. Mann, was für ein Schwachsinn, ey. Alter, Norton hat die ganze Scheiße hier verursacht. Der hat doch Dennix Männer hierher gelockt. Ansonsten hätten wir doch gar nicht den Stress mit den Leuten da gehabt. Ich weiß ja nicht, ob Dennix jetzt tot ist oder nicht. Macht keinen Sinn irgendwie. Müssen wir doch dankbar sein. Der voll der Verräter gewesen. Fucking Maulwurf. Und hier sieht's schön aus. Wie eine Skipiste. Bei Sonnenaufgang. Hm. Müssten wir wieder